Guten Tag und schön, dass ihr nochmal da seid. Wir spielen weiterhin Crusader Kings 2 und die Gräfin von Saarbrücken hat jetzt einen erwachsenen Sohn und das ist der Teufel höchstpersönlich. Zumindest glauben das die Leute, hier der gute Konrad, und das ist ein bestialischer Charakter, wenn man sich den mal anschaut. Ich bin gespannt, was da alles passieren wird. Wir werden jetzt erstmal hier die Verlobung arrangieren mit der Herzogin von Franche-Comté. Das werden wir auf jeden Fall machen, damit wir hier, ihr seht es ja, ja, es ist ein relativ starkes Herzogtum. Und wir müssen noch eine neue Ambition wählen. Wir müssen auch noch hier unseren Verführungsfokus, können wir erst nächstes Jahr machen, genau. Charakter hat sich ja doch sehr verändert. Wir haben drei Möglichkeiten, werdet Königin von Lothringen, Erhalt eines Titels oder Kriegskasse anlegen. Wir könnten natürlich versuchen, jetzt Königin von Lothringen zu werden. Das wird aber ziemlich hart, weil wir dann gegen den Kaiser hier kämpfen müssen. Ja. Aber wir sind da eigentlich... Er hat eine gute Meinung von uns. Ja, das ist halt eben... Wir machen mal hier Erhalt eines Titels, dass wir in den Rat kommen. Ja, okay, das ist, denke ich, in Ordnung. Das können wir auf jeden Fall machen. Ja, da können wir auch da bald bitten. Genau, wir lassen mal weiterlaufen. Ja, also nächstes Jahr werden wir unseren Fokus wechseln. Da werden wir mal schauen, was wir da nehmen. Sehr schön, die beiden sind jetzt verlobt. Das ist eine schöne Sache. So, jetzt können wir hier... Achso, ja, jetzt müssen wir ihn wieder auswählen. Ah ne, wir können unseren Sohn jetzt nicht mehr auswählen. Warum? Achso, weil er jetzt am Hofe ist. Okay, der ist jetzt nicht mehr bei uns. Oh, schaut mal, er hat das Königreich Lothringen zerstört. Wird wieder Aloy. Unser Sohn ist jetzt nicht mehr an unserem Hof. Weil er ja jetzt Herzog hier von ihr ist. Aber die sind so verheiratet, dass die Kinder unserer Dynastie natürlich jetzt hier... Boah, schaut euch das an, der hat jetzt 80 Kampffertigkeit. Krass. Achso, ja, weil er jetzt wahrscheinlich hier Befehlshaber ist, genau. Also die Kinder dieser Dynastie gehören unserer Dynastie an und das hier ist ja auch unser Erbe. Vielleicht kann er mit Hilfe von ihr seinen Ehrgeiz freien Lauf lassen. Wir können auf jeden Fall mal... Achso, wir haben schon ein Bündnis. Okay, das ist noch besser. Meine Beichtperson Adam ist ein attraktiver Mann. Ich habe meinen umwerfenden Charme spielen lassen und sehe deutlich, dass er an andere Dinge als denkt. Okay, eigentlich wollen wir das ja nicht mehr, weil wir sind ja schüchtern, untreuherzig, unehrlich. Das heißt, er spricht alles dagegen. Aber wir müssen jetzt eins aus... Ja, wir nehmen das hier. Es macht so viel Spaß, unseren Geistlichen heiß zu machen. Ja, genau. Da wird ja wahrscheinlich nichts passieren. Wir müssen hier den Fokus bald ändern. Weil es passt jetzt überhaupt nicht mehr. 14. März, okay. Was haben wir hier? Ah, ja, genau. Wir wollen auf jeden Fall einen Titel von unserem Lehnsherrn bekommen. Deswegen werden wir darum bitten. Es gibt keine Argumente dafür, dass er das ablehnt. Okay. Leider konntet ihr mir nicht von der Rechtmäßigkeit eures Anspruchs überzeugen. Bedauerlicherweise kann ich euch nicht gefällig sein. Enttäuschend. Wir werden trotzdem da noch dranbleiben. Es geschah alles so schnell, dass ich es kaum mitbekam. Ein Adliger wurde angegriffen und die Entführer zerrten ihn von uns weg. Ich rette euch. Oh. Oh, unser Regent, der gute Aloy. Ja. Bischof Aloy wurde heute Opfer eines Entführungsversuchs und er ist offensichtlich von dem Erlebnis geschockt. Wir haben vier Möglichkeiten. Er wird etwas daraus lernen. Die Übeltäter werden gemäß dem Gesetz abgeurteilt werden. Werft die Übeltäter in den dunkelsten Kerker und schmeißt den... Ja, keine Ahnung, irgendwas an. Und er verdiente es. Nee, wir haben ja bei ihm ja eigentlich gar kein Problem. Wir sind zornig. Ja doch, dann wird das hier eigentlich ganz gut passen. Werft die Übeltäter in den dunkelsten Kerker. Wir sind nun ebenfalls grausam. Okay. Aber das passte gerade gut wegen der Zornigkeit.
Okay, wieder hier Dekadenz, das ist jetzt erstmal egal, da haben wir momentan überhaupt nichts mit zu tun. Was wollte ich machen? Genau, wir wollten warten bis zum 14. März, war es, glaube ich. Genau, jetzt könnten wir das normalerweise wechseln. Genau. Verführung und Intrige schließen sich automatisch schon mal aus, weil wir ehrlich und treuherzig sind. Das passt überhaupt nicht. Gelehrsamkeit und Theologie schließen wir auch mal aus, weil wir sind erstens besessen und gleichzeitig ist es ja offensichtlich, dass unser Sohn der Teufel ist oder der Sohn des Teufels. Und wir sind doch schon ein bisschen stolz auf ihn. Wir haben ja gesehen, was für eine Kampffertigkeit er hat. Und wir lieben ihn so, wie er ist. Deswegen schließt sich das so ein bisschen aus. Zecherreich könnte man natürlich anmerken wegen fett und gefräßig, aber wir sind auch schüchtern. Das heißt, das ist eher auch unwahrscheinlich. Familie könnte man nehmen wegen treuherzig. Wirtschaft und Herrschaft. Man könnte natürlich jetzt die Wirtschaft nehmen, um jetzt erstmal so ein bisschen. Ja, ich doch, das passt eigentlich ganz gut. Wir nehmen die Wirtschaft, damit wir, weil wir sind ja auch fleißig wohltätig, damit wir hier da uns ein bisschen darauf fokussieren können, hier ein bisschen was auszubauen. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Wir werden auch als nächstes hier erstmal unsere Schulden abbezahlen. Genau, zack. Und da sind die Schulden weg. Wunderbar. Das muss halt eben auch manchmal sein. Ja, dann hoffen wir mal, dass die bald Kinder bekommen werden. Da haben wir auf jeden Fall ein Bündnis. Wie sieht es eigentlich hier aus? Kriegen wir hier jetzt eigentlich ein Bündnis hin? Nein, immer noch nicht. Okay, dann eben nicht. Ja, sie ist die Zweitälteste, sie ist aber erst 11. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. Okay. Bürgermeister Ruprecht spricht euch an und unterbreitet euch das Angebot, ein kleines Stück Land in Saarbrücken von euch zu kaufen. Dies ist eine schwere Entscheidung, da er eine hohe Summe für das Grundstück in Aussicht stellt. Wir könnten das machen, ja, damit wir das Geld halt eben reinvestieren können. Ich brauche das Geld. Genau, wir kriegen 150 Gold, okay. Ja, wir verlieren ein bisschen Prestige, das könnte man hier gegen Stolz quasi gegenstellen, aber das nehmen wir hier so in Kauf, damit wir halt eben das alles ausbauen können. Oh, wir dürfen wieder kämpfen. Gegen wen kämpft sie? Gegen Bosnien, ja, wir akzeptieren das natürlich. Seitdem ihr Buch über eure Einnahmen und Ausgaben führt, um euren Reichtum zu maximieren, scheint eure Geldschatulle sich häufiger bis zum Rand zu erfüllen als vorher. Eine aufblühende Wirtschaft ist gut für das Reich. Genau, sehr schön. Wir pausieren mal kurz. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir unseren Sohnemann mitnehmen könnten, aber das ist ja leider nicht der Fall. Sehr, sehr schade, weil sonst hätten wir das Dreiergespann von Mutter, Vater und Sohn. Aber wir werden hier uns erstmal da zusammenraufen und dann uns Richtung Kroatien, Bosnien bewegen. So, genau. Das sieht doch ganz gut aus. Wir könnten rein theoretisch noch unseren. Ja, hier Sadik könnten wir hier mitnehmen. Ich bin der jungen Männer überdrüssig. Die versuchen mich zu verführen. Ich habe einfach keine Lust mehr. Okay, wir sind nicht mehr lüstern. Ja, gut. Ansonsten bewegen wir uns mal darunter. Ja, sie macht auf jeden Fall eine interessante Entwicklung durch. Bis jetzt eine der interessantesten Charakter, die ich bis jetzt bei einem Crusader Kings Spiel hatte. So, einer der Ge also ein Gegenpapst ist gestorben. Wir bewegen uns mal dahin. Hier haben wir Truppen. Hoffentlich können wir sie vielleicht abfangen. Wir lieben ja den Zweikampf. Bosnien hat sich wahrscheinlich hier abgespalten. Carlotte Saarbrücken ist jetzt als Löwenherz bekannt. Okay, interessant. Wir versuchen auf jeden Fall hier in den Kampf zu kommen. Wir gucken uns das gleich an, oder wir können das ja. Ja, hier. Herzogin Carlotte Löwenherz von Saarbrücken. Ja. Ist auch ein Titel, den man gerne nimmt.
hier in Split, wieder in Split. Wir haben so häufig hier Kämpfe in Split gehabt. Mal schauen. Ja, natürlich haben wir hier eine überlegende Schlacht. Wir haben mehr Einheiten und dann noch sehr, sehr fähige Kämpfer. Ja, ohne größere Probleme haben wir das geschafft. Und dann werden. Nein, wir wollen hier. Diese 195 greifen wir dann an. Ist zwar nicht viel, aber das spielt keine Rolle. Wir ziehen eher in die Schlacht als in. Als dass wir belagern. Ein Priester sucht euch auf und bittet um eine Audienz. Ihr bittet ihn herein und erklärt euch, dass die Reliquien seiner Kirche in Gefahr sind, da Banditen die Umgebung unsicher machen. Er möchte die Reliquien in die Obhut eurer Familie geben, damit sie in Sicherheit ist. Seid unbesorgt, wir werden sie behüten. Oh, wir bekommen die Finger des heiligen Johannes. Ah, sehr interessant, die sind jetzt in unserer Kammer, das können wir uns auch noch anschauen. Okay. Hier scheinen nirgendwo mehr Truppen zu sein, deswegen werden wir mal hier belagern. Hier sind noch Truppen in dem anderen. Ah nein, hier haben wir sie. Genau, wir werden sie angreifen. Wir pausieren kurz, denn wir müssen einen Bildungsschwerpunkt auswählen für unsere gute Carlotte. Die ja irgendwann mit dem König von England, Amund, verheiratet sein wird und selbst die Kinder bzw. die Erben des englischen Königs heranziehen wird. Was nehmen wir da? Was vielleicht auch ein bisschen zu unserem Charakter momentan vielleicht passt. Ja, kriegerische Ausbildung würde trotzdem immer noch gut passen. Wir werden aber mal Grundlagen der Verwaltung machen, auch wenn das jetzt momentan eher ja, nicht so der Fokus, aber wir haben gerade diesen Punkt so erreicht, wo wir uns damit beschäftigen, deswegen warum sollten wir das nicht an unsere Tochter weitergeben? So, wir haben auf jeden Fall jemanden gefangen genommen. Wir sind grausam, müssen wir natürlich ein bisschen beachten. Ja, der Krieg hier ist auf jeden Fall bald vorbei. Na, das sieht ganz gut aus. Dann bleiben wir mal hier ein bisschen stehen und warten, bis wir uns wieder zu irgendeinem der Truppen bewegen können. Okay, wir haben jetzt, wo haben wir es? Hier genau, unsere Schatzkammer. Und da haben wir jetzt den heiligen Finger, oder den Finger des heiligen Johannes, besser gesagt. Den könnten wir auch rein theoretisch zerstören. Würde vielleicht passen zu grausam und besessen. Und weil wir wissen, Teufelsgeburt und sowas. Hm. Aber okay, dann behalten wir es, glaube ich, eher. So, die Beziehungen zu unserem Lehnsherrn wurden verbessert. Das ist sehr, sehr schön. Und die kommen tatsächlich wieder zurück. Dann bewegen wir uns dahin. Das ist egal, ob wir jetzt mit Belagerung schneller fertig werden hier in diesem Krieg. Wir suchen ja den Kampf. Die Carlotte, die sucht ja diese Begegnung. Am liebsten die 1 zu 1, also 1 gegen 1 Begegnung, aber die sind, glaube ich, jetzt eher unwahrscheinlich, weil wir den Kriegsvorguss nicht mehr haben. Aber okay, der Krieg müsste jetzt eigentlich gleich vorbei sein. Deswegen werden wir sie schon mal nach Hause schicken. Ah, nee. Nö. Dann greifen wir hier nochmal an. War kurzzeitig auf 100%. Okay, unser Kämmerer ist weg. Okay, ob er verstorben ist, keine Ahnung. Okay, Problem ist, wir können jetzt natürlich nach keiner neuen Person suchen. Na gut, wir haben hier eine gute Meinung von ihm. Dann nehmen wir ihn. Er mag uns halt eben nur nicht. Er soll mal bitte die Steuern da eintreiben. Beziehungsweise er macht hier mal die Bauaufsicht, damit wir hier was ausbauen können. Ja, wir werden mal hier Milizübungsplätze bauen. So. In den Bergen kämpfen wir nochmal besonders gut. Auch wenn es nur 100 Truppen sind, ist das egal. Klein Carlotte mag es, die Dinge zu ordnen und sie zu zählen, besonders wenn es Geldmünzen sind. Ja,
Ich muss das Kind auf den rechten Weg bringen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Damit dürfte sie jetzt fleißig sein. Sehr schön. Boah, da sind 1700 Truppen. Eventuell lassen wir sie hier hinkommen und dann laufen wir da rein. Kämpfen die hier bei dem Krieg mit oder? Ja. Die werden wahrscheinlich uns angreifen kommen. Das hier sind Berge. Sollen sie machen. Ja, 2000. Ja, der Krieg ist ja schon fast vorbei. Sind das auch Berge? Ja, aber da sind die in der Verteidigungsposition, was nicht so schön ist. Wir gehen mal dahin. Vielleicht können wir die Truppen irgendwie mitziehen. Dann können wir denen die Entscheidungsschlacht suchen. Wir könnten uns hier anschließen, aber. Nee, die bewegen sich nicht mit. Gut, die haben das auch gleich belagert. Gut, dann helfen wir hier. Wir sind zwar tapfer, aber auch nicht lebensmüde. Wir werden wieder hier unseren Lehnsherrn anfragen für einen Titel. Ich denke, das ist klar. Ihr seid ein gehorsamer Diener und ich habe beschlossen, dies zu honorieren. Als Zeichen meiner Gunst erhaltet ihr für eure treuen Dienste den Titel eines Graf. Also, wir wurden jetzt Graf von Gent. Okay, interessant. Wir haben also so einen Titel bekommen. Ja, sehr schön. Damit haben wir auf jeden Fall eine unserer Ambitionen erfüllt. Was können wir jetzt noch auswählen? Werdet Königin von Lothringen. Okay, dann wählen wir das aus. Ja, 100% Krieg vorbei. Sehr schön. Wunderbar, wir bringen unsere Truppen nach Hause. Vielleicht passiert ja etwas auf dem Nachhauseweg. Wir kennen es ja. Wäre nicht das erste Mal. Mein Kanzler Munio meint, es wäre zum Wohle des Reiches, wenn ich Fremdsprachen spräche. Er bietet an, mich zu unterrichten. Nee, also das tun wir jetzt nicht. Wer nicht Deutsch spricht, ist nicht wichtig. Okay. Ja, wir sind stolz, wir sind schüchtern, also von daher passt das schon ganz gut. Und unser guter Sohnemann, Hobby-Intrigant. Oh, die haben schon ein Kind. Oh, aber es ist nicht von unserem Sohn. Ja, das finden wir natürlich überhaupt nicht gut. Okay. Wir werden wieder in den Krieg reingerufen. Ja, dann werden wir uns dann wieder. Oh, wir müssen uns hier beeilen. Weil hier sind 3600 Truppen. Was ist das für ein Krieg? Um was geht es da? Um eine Grafschaft. Also wir haben ja nochmal eine Grafschaft hier oben an der Küste bekommen. Oh, das ist aber schön. Ja. Wir könnten versuchen, hier anzugreifen. Können die mitgehen? Nein. Wir laufen auf jeden Fall da rein. Okay, wir versuchen zumindestens. Das war jetzt nicht der schlauste Kampf, aber wenn man es nicht versucht hat, dann ja. Ich wollte eigentlich schauen, ob wir da die Truppen hier mitziehen können, weil ich glaube, mit 2600 oder 2800, wie viel das gewesen wären, hätten wir es eventuell schaffen können. Hier. Ja. Aber es spielt erstmal keine Rolle, wie gesagt. Wir sind ja mutig, von daher sehen wir es nicht als Fehler an, sondern das war einfach nur Mut. Sie möchte gerne Kaiser Liutprand den Grausamen töten. Nein. Wir sind ein ehrlicher Charakter, treuherzig, das werden wir nicht tun. Wir bewegen uns mal hier runter. Die Milizübungsplätze wurden gebaut. Sehr schön. Das ist eine schöne Sache. Wir schließen uns mal hier an den Truppen an, damit wir da nicht alleine rumlaufen. Eine gefährliche Fraktion. Wir gucken das uns mal an. Graf Vollmar für Saarbrücken. Ja, unser Hofkaplan und unser Kämmerer.
Wir sind ein grausamer Charakter, mutig, Können wir hier fordern, dass er das beendet? Nein, wir könnten ihn aber versuchen, den Titel wegzunehmen. Das ist der Graf von Metz, das heißt, das war der vorige Herzog von Trier. Ja. Titel anziehen. Ja, dann wird es wahrscheinlich Krieg erstmal geben. Okay, also er und wer war da noch dabei? Er unterstützt das. Der Hofkaplan. Er mag uns ja eigentlich. Eigentlich müsste er da hier aufhören damit. Warum macht er das? Müssen wir ihm wahrscheinlich auch den Titel entziehen, weil das mögen wir ja überhaupt nicht, wenn wir sind ja schon ein treuherziger, ehrlicher, schüchterner Charakter und wenn dann jemand uns in den Rücken fällt, ich weiß ja nicht. Finden wir nicht so toll. Aber bevor wir weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Kompass Bambuso.